Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal grillen im neuen alten Haus. Seit dem Einzug, das erste Mal. Justus hat gezaubert. Er ist der Grillmaster of Disaster. Hat hier Brokkoli-Röschen mit Speck. Nee, ist vegetarischer Bacon. Vegetarischer Bacon, Justus. Bacon. Zu den Würstchen. Oh, Lachs, darauf freue ich mich schon sehr. Kann mir hier noch Gemüse, Paprika, ja. Zucchini, Tomaten. Dann haben wir hier noch Champignons. Oh, so viele. Was ist Muscheln. Das? Oh, für die Mami. Und Schweinebauch hat sich Johann ausgesucht. Garnelen haben wir. Wir haben hier ein Festmahl. Ich freue mich sehr darüber. Die Kinder sind schon drin und sind schon am Mampfen. Ich freue mich auf den Lachs. Der Lachs kommt jetzt. Willst du mitnehmen? Und lang. Würstchen. Würstchen? Ach nee, das ist zu heiß. Okay. Soll ich das halten? Würstchen sind eh immer für die Kinder. Die mampfen die so super gerne. Ja, Justus hat heute ganz viel geschafft im Garten. Er hat die Mandy hier eingeweiht. Ja, wir haben ja auch in diesem Garten eine Mandy. Die ist aber größer als die Mandy, die wir drüben hatten, weil hier ist auch ein bisschen hügelig, ne? Und diese große Mandy, die schafft auch die Hügel. Ich zeig's dir mal, wo ihre Station ist. Hinter dem Grill. Da ist ihre Station. Genau, also hat sie heute bisher ganz gut gemacht. Außer ein paar Blumen hat sie kaputt gemacht. Die kann ich mal kurz zeigen. Vom Rondel hier ist sie kreuz und quer gefahren. Und ja, hier sehen wir das ganz gut, ne? Sie ist einfach da reingefahren. Jetzt hat Justus ein paar Stöcker hingemacht. Und um sie zu blockieren, wir hatten ja eigentlich keine Blumen geplant, aber Justus hat die halt hier hingemacht und dann sollen die natürlich auch da schön weiter blühen. Loki chillt. Ja, wir sind alle so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen hibbelig, denn in wenigen Stunden ist es endlich soweit, dann werden wir Mochi abholen von der Züchterin. Und zwar so richtig abholen. Für immer wird er dann hier bleiben und das ist gerade so ein mega krasses Gefühl. Ja, es ist sehr, sehr spannend und ich bin sehr hibbelig. Das heißt, ich hatte jetzt gestern quasi die letzte ruhige Nacht, obwohl die auch nicht richtig ruhig war. Und dann geht's los. Neues Abenteuer. Hunde, Welpe. Guck mal, wer hier noch draußen ist. Klar, hat gerade ihre Mäuschen rausgeholt. Können hier ein bisschen Frühlingsluft schnuppern, Löwenzahn essen. Kommen wir dann essen? Ja, ich bin ja aufgeregt. Mochi kommt hoch. Ich bin so aufgeregt. Und ich bin so aufgeregt wegen der Größe, wie groß er jetzt ist. Weil ich bin ja in dieser WhatsApp-Gruppe und da sind die anderen Welpen auch schon so groß. Und ich glaube, ich werde heute richtig erschrocken sein, wenn ich ihn dann wieder sehe. Und okay, ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt. So sieht unser Tisch gerade aus. Wow, lecker. Ja, stimmt, Pilze. Pilze haben wir hier auch, genau. Kleine Champignons. Bedient euch ruhig, ihr Süßen. Entschuldigen Sie mal bitte. Was? Reden Sie mit mir oder mit meinen Schuhen? Sind Sie etwa mein Ehemann? Ja, sieht schick aus, ne? Gemütlich, ne? Segelschuhartigen Schuhe. Ja, das sieht aus, als wärst du so einer wie auf einem Katamaran, weißt du? Das hättest du da mal anziehen müssen. Das sieht richtig gut aus. Ich liebe die Schuhe. Oh, das sieht so gut aus, Justus. Hier oben bin ich. Ich bin so ein großer Fan von den Schuhen von Gießwein. Ich muss jetzt Justus auch welche holen. Ne? Die sehen so mega gut aus. Ich habe schon zwei Paar. Das hier sind meine Wool Peak. Die sind mega. Die sind nämlich aus Wolle. Und Wolle liebe ich ja seit Anastasias Geburt. Seitdem weiß ich diesen Stoff so sehr zu schätzen. Das hat so viele tolle Eigenschaften. Es ist atmungsaktiv. Es ist kühlend im Sommer. Es ist wärmend im Winter. Es ist also die ganze Zeit so ein richtig gutes Klima da drin. Die Oberflächenstruktur ist auch antibakteriell. Das heißt, Bakterien können sich da nicht so einfach einnisten oder auch noch vermehren. Und Wolle kann bis zu 33% Feuchtigkeit aufnehmen und sie auch wieder nach draußen transportieren. Und diese Schuhe von Gießwein sind die einzigen geschlossenen Schuhe, die ich gerne barfuß trage, weil sie einfach so mega gemütlich sind und diese Wolle einfach so angenehm zu tragen ist. Die sind wirklich mega gemütlich. Also man läuft wie auf Wolken da drauf. Sind auch total weich, weißt du? Kann gut drauf abrollen. Und ich finde die Farbe so schön. Also bei Gießwein gibt es ganz viele tolle Farben, aber das habe ich mich direkt rein verliebt. Und ich habe auch noch die Wood Sneaker aus
Holzfasern. Das sind die veganen Schuhe bei Gießwein. Die sind auch mega kühlend, perfekt für den Sommer, auch super weich und eben auch atmungsaktiv. Und ich will auf jeden Fall auch noch für Anastasia schauen, weil die haben auch Schuhe für Kinder und sie wird es lieben, da einfach barfuß reinzuschlüpfen. Das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen auf die Schuhe von Gießwein. Das ist nämlich ein super süßes Familienunternehmen aus Österreich. Legen super viel Wert auf natürliche und hochqualitative Produkte, gerade aus Wolle, und achten sehr auf Nachhaltigkeit und Tierschutz und machen immer noch alles selber in der familienbetriebenen Wollmanufaktur. Also schau dir unbedingt die Seite an. Ich verlinke sie dir unten in der Infobox und glaub mir, du hast noch nie in so gemütlichen Schuhen gestanden wie in diesen hier. Und mit meinem Code MAMISEEN bekommst du sogar 20% Rabatt, falls du jetzt fündig wirst. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Für Frauen, für Männer, für Kinder wirst du da fündig. Also schau unbedingt vorbei. Außerdem war mein Mann heute unglaublich fleißig hier hinten. Willst du wirklich nichts erzählen, Justus? Was denn? Okay. Hier ist es schon mal ein bisschen auf für Motschi. Wir haben nämlich ein paar Sachen noch auf dem Boden rumliegen. Ja, Justus hat den Pool sauber gemacht. Ich habe eine Aufnahme, glaube ich, noch davon, wie es vorher aussah. Komplett, ja, dreckig. Einfach wirklich komplett dreckig. Ich musste das komplett sauber machen. Hier auch diese Rillen sauber machen. Dann die ganzen Düsen und alles, was dazu gehört. Ist auch ganz schön viel Technik dahinter immer. Hier, der ist auch ganz fleißig noch, den Rest wegzumachen. Und ansonsten haben wir hier hinten fast wieder alles picobello für den Frühlingsstart mit Pool. Und habe ich dir die Sauna schon gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Ich war erschrocken. Justus. Ja, wir müssen ein bisschen aufräumen hier noch. Die Sauna haben wir noch gar nicht gezeigt. Ja. Die hat Justus auch schick bauen lassen. Findet sie schick. Ja, also kommen jetzt hier noch Pflanzen davor, da noch Pflanzen davor. Pflanzen, ja. Pflanzen, dann kommt da Kies, haben wir gerade eben drüber gesprochen. Ja, weil Kies, da Leder ist halt noch ganz viel Unkrautzeug, das muss einmal weg. Ja, aber da habe ich extra, also das ist extra eine Bewässerungsanlage und Scheinwerfer. Und da wusste ich noch nicht ganz genau, was ich da hinmache. Eigentlich wollte ich ja ganz froh mit Bambus, und dann hat es doch nicht funktioniert. Also das jetzt, ist mit seinem Bambus? Genau, also jetzt werden wir da ganz schöne Gräser hinpflanzen und Kies. Na, guck mal, die dicke Spinne ist ja immer noch da, ne? Ja, keine Ahnung, warum die da hin. Ihr geht's gut, sie mag es da. Siehst du die, diesen dicken Fleck? Eine dicke Spinne ist das. Ja, Palmen sehen hier ein bisschen anders aus als in Thailand. Ja. Richtig erbärmlich, muss ich sagen. Da dachte ich mir auch, als wir nach Deutschland wieder kamen, wie erbärmlich hier die Pflanzen aussehen. Ja, das ist. Warte mal ab. Wenn der Frühling richtig da ist, ja, dann stell dir mal vor, der Baum fängt an zu blühen. Der Apfelbaum. Ja, der ist auch schön, der Apfelbaum. Palme, Sandkasten hin. Die Theke wird auch schon ab und zu benutzt. Also da freue ich mich schon drauf, auf die Poolzeit. Aktuell ist noch zu kalt, aber es wird ja, wärmer. Wärme kommt beleuchtet, das heißt. Wie hübsch die Farbe ist. Nee. Justus hat heute die ganze Grad Zeit gefragt, wer möchte in den Pool springen? Wer möchte? Und dann ich komm, ich schubs einmal, komm, ich mach einmal so. Ja, ich mach das. Ich hätte jetzt richtig Lust drauf, was du, wie du da gerade sitzt, weißt du? Das meinen sie ernst, ne? Also, ich meine das absolut ernst. Ja. Okay, es geht los. Also die Züchterin hat mir gerade geschrieben, weil sie war heute noch auf einer Hundeausstellung oder so. Ich muss sie nochmal fragen, wie es gelaufen ist. Ich habe ihr auf jeden Fall ganz viel Erfolg gewünscht. Und jetzt ist sie zu Hause. Das heißt, wir sollen jetzt losfahren und können ihn abholen. Schau dir das Wohnzimmer an. Es ist nicht komplett aufgeräumt, okay. Aber der Boden ist soweit frei. Kein Spielzeug mehr und so. Was willst du damit, Schatz? Anastasia hat gesagt, sie möchte auch Mochi. Dass Mochi gleich da ist, ne? Mochi kommt gleich. Nicht weißes Hemd. Ich habe mich gerade extra nochmal umgezogen. Irgendwie habe ich extrem Allergie heute. Meine Nase hat die ganze Zeit gejuckt. Ich sehe, glaube ich, auch richtig schlimm aus. Naja, auf jeden Fall freue ich mich, wenn er dann gleich hier ist. Und dann kann ich einfach durchatmen, obwohl, nein, eigentlich geht es ja dann richtig los. Gleich gibt's Chaos. Aber wir sind da schon erprobt. Er war ja schon ein paar Mal da, deswegen wissen wir ja schon ungefähr, was auf uns zukommt. Außer natürlich die richtige erste Nacht, die erwartet uns heute. Der erste Morgen erwartet uns morgen in wenigen Stunden. Und auch schon total krass, weil morgen ist auch schon wieder Schule. Und ne? Also morgen früh wird es sehr hektisch werden hier. Ich hoffe, ich kriege das alles unter einen Hut. Aber ich muss.
Es geht nicht anders. Wir müssen das hinkriegen. Und ich liebe Herausforderungen. Wäre nicht, dass das Leben langweilig wird, ne? Bei uns sowieso nie. Okay, Justus, wenn du bereit bist, bin ich bereit. Ich bin nicht bereit. Justus freut sich richtig doll auf Mott. Er ist ja gechillt, weil ich habe ja die komplette Verantwortung. Er gibt sie einfach so an mich ab und sagt, du wolltest den Hund, du musst auch. Ne? Und ich so, habe mir in den letzten Tagen wieder nur solche Welpenvideos angeschaut mit Erziehung und man vergisst auch wieder viel. Also ich gucke mir das an und dann denke ich mir, okay, so musst du das machen, aber dann vergesse ich das Gefühl wieder und muss es wieder neu machen. Was bist du denn für eine Süße? Hauptsache Anastasia ist fröhlich. So wie Emma, sie ist so eine Frohnatur. Okay, alle meine Kinder sind Frohnaturen, ne? Aber es ist schön, wenn man noch so ein Kleines hat, einfach in der Familie noch. Auch so quirlig und süß. Der Ernst des Lebens beginnt. Gleich ist Mochi hier und wird unser Leben auf den Kopf stellen. Wir sind zu Hause, diesmal für immer. Ja? Nee, das schon gleich Leckerlis? Nee, warte, nein. Ah, krieg's nicht. Warte, ich habe jetzt eine Kamera in der Hand und da habe ich Leckerlis. Ich weiß nicht, ob er das so ist. Ja. Ist gar nicht so viel größer, finde ich. Ja, Nancy hatte schon Angst, dass er erwachsen ist, wenn er zu uns kommt. Ich weiß nicht, woher diese Angst kam. Aber nein, er ist immer noch ein Welpe. Er ist ganz klein, süß und buddelig. Ja, ich hab dich lieb. Matschi, genau. Super. Der ist echt groß geworden. Nein, der ist nicht groß geworden. Der streicheln. Der muss sich streicheln. Ja? Nein? So machen? Hat sich das so gefreut. Kleiner Schatz. Das nennt man Baby. Erstmal Toilette seine gehen. Ja. Da ist die Toilette. Seine Geschäfte. Ach, Loki hockt da, ne? Da hat eine Maus gefangen. Und habt ihr sie abgejagt oder wie habt ihr das gemacht? Ich hab sie da hinten. Blau hat ihr Leckerlis gegeben. Okay. Und dann ist sie verschwunden. Okay, gut. Der Maus hat ihr Leckerlis gegeben? Ja. Klar, Spielzeug? Aber das ist echt krass, er hat uns eben wiedererkannt, Justus. Ja. Ja. Er war total begeistert, als er kam. Sitz, nein. Ja, aus Anastasias Perspektive ist er ja doch riesig, ne? Das musst du dir erarbeiten. Oh, ich bin so aufgeregt wegen der ersten Nacht. Das wird das Aufregendste. Anastasia, komm her. Ich bin, wie gesagt, schon ausgestattet. Komm her, wir machen was anders. Es müssen sich noch alle aneinander gewöhnen. Ja. Guck mal, da ist aber jemand brav. Ne? Ich wollte mal testen, ob er das noch kann mit dem Kommando. Wir hatten ja das Sitz schon geübt. Ne? Ja, ist gut. Nee, freust mich. Das ist so. Guck mal, so streichen. Kann er seinen Namen noch? Ich glaube, das ist ja, Matschi. Wurde er schon oft genannt. Matschi. Matschi Hund? Matschi Hund? Matschi. Gesundheit. Oh, ist das schön. Ja, du hast. Ich hole ihm jetzt mal was gegessen. Ja, und Abendbrot will er auch noch haben. Der soll im Garten bleiben, ne? Der soll noch nicht reingehen. Okay. Und ich da gleich eine Pfütze. Okay. Aber ein Baby spielt ja nicht. Ich habe jetzt ein Katzenfutter hier als Leckerlis. Ich will das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Matschi. Matschi, komm. Ja. Was ist das denn? Ja. Ist sie durstig, ja? Nee. Doch. Guck mal. Der ist ganz lieb. Kann man streicheln. Der ist wie dein Alpaka.
Ja. Ja? Er ist größer geworden. Findest du? Ja. Hi, gut, Schmutzi, bist du groß geworden? Hallo, Mutschi. Ich probiere das einmal aus mit dem, ob er das noch kann. Das ist jetzt unser Hund, ja. Der bleibt jetzt für immer bei uns, ja. Ausgeschaut. Wie sehe ich aus? Der riesige Ohren. Boah. Deine Ohren sind noch größer. Lady. Matschi, komm. Ja, gut gehorcht. Sehr gut. Und weg ist er. Ja, er hat schon begriffen, dass Nancy das Futter holt. Und dass es da reingeht. Ich hab mir meine Hose nass gemacht. Das ist nicht so schlimm. Das heißt ja, sagt schon Mochi. Mochi wartet, dass Mami da wieder rauskommt. Die rein. Ja? Und, ja. Jetzt geht er erstmal auf die Toilette. Er weiß im Garten nicht, aber da. Er dünkt es. Papi, ich glaube, er mag dein Bett viel lieber. Er mag dein Blumenpapier. Ja, aber irgendwie ist mir das lieber als in den Sandkasten oder mitten auf dem Rasen. Ich fütter ihn gerne jetzt im Schlafzimmer, ja? Im Schlafzimmer? In seiner Box. In seiner Box. Ja, da wo er schlafen ist, gehört er zum Boxentraining. Gut, ich mische mich nicht ein. Wo ist der Hund wohl lang geworden? Was ist denn hier? Hab ich ihn jetzt schon traurig. So, und wer kommt da hinterher? Kein Problem, kein Problem. Okay, nee, lass das. Das ist doch ein Problem. Komm, ne? Wie schön hier aussieht. So, jetzt fütterst du ihn da drin. Ja. Jetzt soll er seine Box liegen leer. Ja! Er wächst schnell. Was ist denn? Was ist denn? Das ist sein Abendbrot. Die Nacht wird aufregend. Ich werde dort schlafen. Er wird dort schlafen, wenn alles gut geht. Nach dem Boxentraining muss ich dann auch die Tür schließen, damit er sich meldet, falls er muss. Vielleicht nehme ich dich dabei mit bei der Nacht. Erste Nacht mit Hund. Ein paar Stunden haben wir noch. Gehen wir gleich erstmal wieder raus, weil nach dem Essen muss er ja wieder rausgehen. Gucken, ob er gleich fertig ist, ne? Was ist er? Jetzt ist er erstmal, ja. Der mag das echt gerne, ne? Also das Essen da findet er richtig gut. Ja? Ey, ey, deshalb mach ich hier den Bock. Wenn er jetzt reinkommt, einmal ein bisschen überstocken, ja? Dass er die... Ja, ist das. Komm! Das kennenlernen. Komm her! Geh mir da raus. Wer folgt mir da auf Schritt und Tritt? Schritt und Tritt, Schritt und Tritt, wer folgt mir da auf Schritt und Tritt? Ja. Ist ja aufgeregt. Hast du auch gerade ganz viel zu essen bekommen? Müsstest eigentlich glücklich sein. Das soll man auch trainieren, wenn er nämlich sitzen bleibt. Ist das auch was Tolles. Und wir werden auch nächste Woche schon in die Hundeschule gehen. Gucken, 2-3 Tagen. Dann bin ich gespannt, was wir da lernen. Aber morgen gehe ich erstmal mit Mochi zusammen einkaufen. Im Tierfachgeschäft. Er braucht nämlich ein ordentliches Geschirr. Und so eine lange Schleppleine brauchen wir auch noch. Ist das sein erster Shopping-Trip? Ich habe halt in der WhatsApp-Gruppe von den Welpen schon gesehen, dass die anderen schon echt viel mit den Welpen natürlich gemacht haben. Immer unterwegs waren, im Gartencenter, Ausflüge an der Ostsee. Das müssen wir alles nachholen. Aber das kriegen wir hin. Ja, gut. Gut gemacht, mein Schatz. Das ist schon ein toller Hund. Dass er da jetzt auch so lange sitzen bleibt. Komm her. Keine Lust mehr. Also man sieht das immer ganz gut, wenn die Welpen keine Lust mehr haben, dann soll man auch nicht mehr trainieren. Deswegen ist es gut, wenn man das immer dabei hat und immer mal wieder trainiert, wenn sie dann doch Lust haben. Immer nur so kurze Einheiten. Das hat man jetzt gerade ganz gut gesehen. Also der Tag wird noch super aufregend und spannend für mich. Mal gucken, ob ich schlafen kann. Drück mir bitte die Daumen, dass ich vielleicht nur einmal aufstehen muss. Das wäre ganz toll. Für diesen Vlog werde ich mich aber jetzt schon verabschieden.
Drück mir die Daumen. Es wird aufregend. Vielleicht vlogge ich dann gleich noch weiter. Vielleicht zeige ich dir dann noch, wie die erste Nacht war. Aber wie gesagt, jetzt erstmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.